Dieses Video wird Ihnen präsentiert vom Ford Store Rahnenburg, Iburger Straße in Osnabrück. Nordwestdeutschlands größte Ford-Ausstellung. Okay, ich sage erstmal herzlichen Glückwunsch zum 1:0 Heimerfolg hier gegen Sonnenhof Groß Asbach. Sie haben gerade gesagt in der Pressekonferenz, es war ein verdienter Arbeitssieg. Was hat das ganze Spiel denn so schwer gemacht? Ja, dass Groß Asbach gerade in der zweiten Halbzeit sich sehr tief reinfahren lassen hatte, haben eine Fünferreihe hinten und dann vier Mittelfeldspieler, die halt ganz eng beieinander gestanden haben. Ich habe das Gefühl gehabt, dass sie mit diesem einen Punkt zufrieden gewesen wären. Ja, das war halt das, was das Spiel sehr, sehr schwer gemacht hatte. Wie zufrieden wären Sie mit einem Punkt gewesen, wenn dieses Tor jetzt nicht gefallen wäre? Ja, also wir kommen immer über einen Punkt zu drei Punkten. Also ich habe mich sehr gefreut, obwohl wir halt immer wieder versucht haben, nach vorne zu spielen, dass wir nicht alles aufgelöst haben, dass wir halt kaum einen Konter zugelassen haben. Das ist ein Tatsache, wo ich sehe, dass die Mannschaft sich weiterentwickelt. Und mit einem Punkt, klar, wir müssen zufrieden sein, wenn wir halt keine großen Torchancen haben. Aber letztendlich war es ein verdienter Sieg und da freuen wir uns umso mehr. Marc Haider hat ein gutes Spiel gemacht, hat das 1:0, den Siegtreffer erzielt, hat sein erstes Saisontor gemacht. Wie wichtig war das für ihn selber? Für mich war es nicht wichtig, also für Marc, glaube ich, ist es immer wieder wichtig, ein Tor zu schießen. Mir ist es egal, muss ich sagen. So wie er halt gegen den Ball arbeitet, der spielt immer. Also da habe ich kein Problem mit. Der macht sehr viel für die Mannschaft und ich sehe das. Und diese Spieler sind für mich unheimlich wichtig. Nichtsdestotrotz, ich glaube, ein Offensivspieler wird immer an seine Tore gemessen, immer an seine Torvorlagen gemessen. Der hat jetzt drei oder vier Torvorlagen und jetzt ein Tor. Und deswegen, er braucht sich keinen Kopf machen. Er ist enorm wichtig für die Mannschaft. Platz 2 konnte gehalten werden. Wie ist diese jetzige Situation, da oben zu stehen? Es ist eine Momentaufnahme. Es ist alles so eng. Man sieht die Tabelle und glaube ich, bis zum 6. Platz sind es 8 Punkte. Also das ist halt überhaupt nicht für uns Thema im Moment. Wir arbeiten von Tag zu Tag und man hat heute gesehen, dass wir halt gegen jeden Gegner auch zu Hause hart arbeiten müssen, wenn wir das Spiel gewinnen wollen. Und deswegen, ich kann das einschätzen, die Mannschaft kann das einschätzen und wir arbeiten ruhig weiter, sodass wir gegen Halle bestehen können. Genau, es geht jetzt gegen Hallescher FC. Wie sehen die Vorbereitungen jetzt aus zum nächsten Auswärtsspiel? Ja, morgen frühes Training, Videoanalyse. Wir haben morgen ein paar Spieler, die halt ihr Einsatz in der zweiten Mannschaft bekommen werden. Einfach aus dem Grund, dass sie 90 Minuten Fußball spielen können. Dann montags freier Tag und dann Dienstag geht es zweimal, Mittwoch zweimal, Donnerstag einmal und dann Freitag einmal und dann fahren wir in der Halle. Halle haben heute 0-0 in Paderborn gespielt. Das ist eine sehr robuste, sehr stabile Mannschaft, eine heimstarke Mannschaft. Deswegen müssen wir höllisch aufpassen.